Wir haben uns jetzt gerade so im American Style erstmal hier im Auto was zu essen reingehauen, weil wir einfach keine Zeit mehr hatten, uns irgendwo hinzusetzen. Deswegen gab es gerade Taco Bell. Aber ganz ehrlich, da kann sich jeder lustig machen, wie er möchte. Ich finde Taco Bell in den USA eigentlich ganz cool. Und der Verkehr ist gerade nicht so ideal. Und nach einer Viertelmeile auf Interstate 4 ist fahren. Ja, hier ist auch Stau auf der Interstate. Und wir haben jetzt schon 5.42 Uhr und eigentlich wollten wir spätestens um 6 Uhr im Stadion sein, beziehungsweise in der Halle sein, weil das Spiel um 19 Uhr beginnt und wir haben überhaupt keine Ahnung, wie lange vorher es da diese Pre-Shows gibt, wann vorher der Einlass ist und so weiter und so weiter. Wir werden sehen, sieht aber gerade nicht so ganz gut aus hier. Voll, voll, voll. Und irgendwo vor uns ist jetzt gleich noch kompletter Stau. Tja, es ist mittlerweile nach 6 Uhr bzw. 18 Uhr. Wir wollten eigentlich schon längst da sein, aber ja, leider, leider nicht. Okay, ich glaube, wir haben das so ein bisschen unterschätzt, wie viel hier so an Verkehr los sein wird. Wir wollen wohl alle zum Spiel, hier ist alles dicht.
is 6. Und Fußballspiele oder sowas. Deswegen gehe ich da auch nicht hin, ja. Und ja, mega, mega cool. Wird jetzt wohl sehr chaotisch werden, hier rauszukommen, hier rauszufahren. Deswegen warten wir jetzt noch einen Moment. Und übrigens, man muss hier natürlich auch wie überall durch so eine Kontrolle gehen. Ja, Metalldetektoren, und man darf keine Tasche mitnehmen. Nur ganz kleine Diebtaschen hier. Die ist eigentlich schon zu groß. Die haben aber ein Auge zugedrückt und haben die auch da reingeguckt, was da drin ist. Und ja, GoPro darf man irgendwie auch nicht mitnehmen, nicht wirklich. Hat dann aber auch nachher gesagt, ist okay, ich habe vorher extra nachgeschaut. Und da steht auf der Internetseite, dass man keine Kameras mit wechselbaren Linsen mitnehmen darf. Von daher echt Glück gehabt. Jo, zurück in Kissimmee, und wir gehen jetzt noch mal schnell bei Walmart rein, paar Sachen kaufen, damit wir was im Apartment zu essen haben und ja auch zu trinken, weil morgen früh geht's nach Disney. Yeah.
Ja, beschwere sich noch mal jemand über die Preise in Deutschland? So eine normale Butter hier, 4,68 Dollar. Ohne Steuer. Wie viel ist da drin? 227 Gramm. Oder hier Eier. Okay, 24 Stück. 12 Eier, 3,42 Dollar. Ja, und ich glaube, als Single-Haushalt hat man hier in den USA ein Problem. Milch. Wir brauchen Milch. Und das ist die Milch, die man hier so bekommt. Das ist vermutlich eine Gallone. Hype ist halt so ein bisschen zu viel dafür. Sorry, Leute, sorry.